Jo Leute, was geht? Freunde, heute gibt es mal wieder ein weiteres Video und zwar, Leute, zu GTA 5 mit Squid Game, Leute, in der Edition. Und zwar versucht nicht zu lachen, Leute. Und ich denke, ihr alle kennt die Regeln, Leute. Wir werden heute 3 Leben haben und wir müssen versuchen, nicht zu lachen. Und versucht es natürlich gerne auch mitzumachen, Leute. Lasst an der Stelle gerne ein Like da, wenn ihr mehr Nicht-Lachen-Challenges sehen wollt. Und vergesst nicht zu abonnieren. Wir schauen uns das Video, Leute, heute von Prestige Clips an. Deswegen checkt ihn gerne aus. Ich würde sagen, wir legen direkt mit dem Video los. Okay, das ist dieses typische rotes Licht, grünes Licht-Spiel, Freunde. Alles klar. Ja, sie natürlich mit der Sniper in der Hand. Oh. Ah, da bewegt sich noch jemand. Das war's für dich, Kollege. Das war's, ey. Für den ist es vorbei. Oh, schafft es rein? Yes, nice. Hat geschafft. What? Warte mal kurz. Hat er es gerade gesehen? Wurde der gerade, ey, der wurde trotzdem, ey, no way, okay, alles klar, der hat zwar geschafft, aber nicht wirklich. So, Leute, Prestige-Clips, schauen wir uns mal die besten Nicht-Lachen-Challenges-Clips an. Und dann bin ich mal gespannt, was wir da alles noch so sehen werden. Wow, Alter, also der macht hier gerade jetzt so mit dem Scramjet. No. No, 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 no way, Alter. Aber es sah richtig cool aus. So, da haben wir jemanden, der sich versteckt, Leute, bei Emination. Vor der Polizei. Oh mein Gott. Genau, hab ein bisschen Respekt. Wow, wow, wow. Ehrenmann! Ehrenmann! Verteidigt ihn einfach. Was ein Ehrenmann. No way ist das in GTA 5 real. No way. Alter. Ja, gib auf. Alter, Leute, der Emination-Typ, der ist, muss man einfach sagen. Also, der ist wirklich, der ist ein Ehrenmann, ne? Wenn man sich bei dem versteckt, wenn man Polizei hat. Habe ich noch nie getestet, aber ja, ich werde es auf jeden Fall mal machen. So, dann geht hier jetzt eine Spielerin, Leute, in den, ja, in den Laden rein. In die Bank. Wird wahrscheinlich der Pacific Standard heißt sein. Ja, erstmal. Moment mal kurz, aber der ist ein bisschen. Ah, okay. Die Türen werden zugemacht. Masken werden aufgezogen. Okay. Ich habe jetzt nicht gesehen, was da jetzt so mega lustig sein soll. Oh, komm, mit Flammen. Mit dem Molotow. Wirf ihn ab. Wirf ihn ab. So, hau ihm eins über. Das kam einfach aus. Das kam einfach aus dem Nichts. Aber gut, ich hab nicht gelacht, Leute. Ich habe nicht gelacht. Vielleicht das eine mal wegen Squid Game, weil es überraschend waren. Okay, da haben wir 2 Leben. Aber selbst mit 2 Leben sage ich euch, ich schaff das. Ich glaube, ich schaff das, Freunde. Es ist ein Geg. Moment mal kurz. Soll man das Ding kaputt machen? Ich glaube, der soll das kaputt machen, ne? Oh, er hilft ihm aus. Das ist aber nett. Das ist super nett. Was passiert jetzt? Okay, immer noch nichts. Yo! Grünes Team, Leute. Nehmt einfach den Boot zum Ausflug mit. Ich wusste gar nicht, dass man... Also, ich habe keine Ahnung, wie das möglich ist, dass man ein Boot da bitte einsteigen kann als Anhänger. Das Boot ist jetzt übrigens hinüber. Also, das könnt ihr jetzt vergessen zu benutzen. So wie das jetzt aussieht. Oh oh, Vorsicht, Leute. Das war echt so schlecht. Er wollte einfach auf Geheimagent machen. Er hat es einfach nicht geschafft. Der Arme, Leute. Oh, wo ist das? Ich glaube, war das in dieser Mission, wo dieser Chefkochhaus ist. Nein, das ist O'Neill-Gebäude. O'Neill-Gebäude. Da waren wir doch. Wow, war das knapp, Leute, vor der Explosion des Tanks. Das war... Ha, okay. Alles klar. Junge, kaum gehst du raus, wird der attackiert. Er will doch frisch seine Klamotten noch benutzen. So, jetzt, der liebe Brad, ja, der den Clip eingesendet hat, ruft jetzt...
Also so wollte ich kein Auto anrufen. Oh nein, Leute, Caio Perico heißt. Caio Perico. Oh nein, 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 bitte nicht. Ihr erinnert euch, Leute, an den Livestream letztes Jahr, oder? Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch gerne an. Ich hatte den übelsten Ausraster, weil diese Mission einfach so schwer ist, wenn du nicht gut vorbereitet bist. Wenn du einfach kein Equipment hast, ist es nicht möglich, mit zwei Spielern das zu machen. Das geht einfach nicht. Die Gegner respawnen ohne Ende. Der fliegt einfach. Alles klar. Kann man in das Loch reinfallen? Würde mich interessieren, ob das möglich ist, ob man da reinfallen kann. Ich weiß nicht, aber es sieht lustig. Oh. Ja, es geht wirklich. Man kann da wirklich reinfallen. I'm coming. Hold on. Komm. Wait a second. Warte doch auf Lester. Na los. Okay, look at, hey. Come on. Lester, beeil dich doch mal. Ja, komm schon, Lester. Oh, man. Oh, man. Alles klar. Zielanvisierung. Ach, Mann, ich hasse GTA Online. Ich verstehe das nicht. Es müsste mal so friedliche Lobbys geben. Obwohl, dann ist der Punkt von GTA ja eigentlich. Aber egal. Naja. Okay, wir haben hier eins der Tesseract. Schön. Wow, 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 wow. Okay, alles klar, Leute. I'm on the clock. What you want? Some wheels? So, was willst du? Ein paar Wheels? Wow! Ich würde sagen, das war der Taxifahrer des Jahres. Also erstmal ausweichen, aber... Ganz knappes Ding. Ja. Oh mein Gott. Kettenreaktion. Drei Autos getroffen. Im Großen und Ganzen war es das. Oder kommen wir auf ein Auto? Okay, warum macht er das? Zwei Autos. Oh, du hast keine Munition. Wofür war das? Fail of the Week! Beim Caio Perico heißt? Nee. Das ist in Los Santos. Bring das. Wow. Boah, das ist ja richtiger Actionfilm. Hä, das sind die Story-Charaktere. Die fighten sich. Wow, Junge, das ist ein Hollywood-Film. Komm, die schaffen das. Er geht einfach rein. Ach, er hat die Missionsziel umgangen. Er ist um diesen Ding, um den Triggerpunkt von der Cutscene gegangen. Und die hauen sich jetzt einfach stundenlang auf die Rübe. No way. Was? Okay, jetzt kommen Epic Moments. Alles klar, Leute, jetzt kommen die epischen Momente. Was wird es sein? Ui, okay. Der macht ein Einhändiges. Alter, ich komme immer nicht drauf klar, wie man das kann mit einem Motorrad. Einfach so eine Wand. Und dann macht er das doch landen, Leute. Boah. Oh. Boah. Okay, Junge. So, mit welchem Auto? Er versucht auf dem Zug zu landen. In dem Zug. Okay. Bisschen Abzug an der Note, weil er abgeprallt ist. Aber ansonsten war das ein echt nicer Stunt. So. Yo! Hat er ihn getroffen? Ich weiß nicht. Er fliegt noch. Probiert das nochmal. Oh! Alter! Was ist denn das für... Ist das ein Auto, das fliegen kann? Hey, das ist doch gemoddet, ne? Nein, ey. Eine kurze Frage, Leute. Vielleicht habe ich es nicht ganz mitbekommen in GTA Online, was da alles abgeht. Aber das war doch gemoddet, oder? Dieses Auto. Das kann nicht fliegen, wie der Deluxo. Oder habe ich irgendwas verpasst? Ist das vielleicht ein Feature, das man einbauen kann? Ich meine, Leute, hier, guckt euch das nochmal an. Das Fahrzeug lenkt offensichtlich nach links und kann nach oben, kann nach unten... Ich weiß nicht so recht. Das sieht halt übelst unrealistisch aus. I know. Aber GTA Online... Ich kann es nicht mehr verifizieren, ob das wirklich gemoddet ist. Oh, Leute, bei sowas... Ich kann es selber nicht. Deswegen finde ich das so cool. Das zu... Oh, Win of the Week, Leute.
Jetzt kommt der Win of the Week. Oh nein. Jetzt kommen sie, Leute, mit den oh. Nein. Junge. Wie weit will er denn noch rückwärts fliegen? Yo! Okay, ich bin raus. Ich bin absolut... noch eine! Zwei Kills! Da ist noch einer. Stopp, Leute, stopp. Ich komme da gerade nicht drauf klar. Dieser Typ fliegt mit einer Hydra rückwärts. Was ich nicht weiß, wie das überhaupt geht. Schafft es währenddessen, ohne was zu sehen, wenn man mit dem Kopf Gedanken spiegelverkehrt denken muss, schafft er es einfach, 3 Kills aus der Luft zu machen, während er weiterhin rückwärts fliegt, um nicht in Gebäude zu crashen. Alter, das ist absolut heftig. Wahnsinn! Waluigi. Ich sag nicht das Wort. Aber ich hab's wahrscheinlich schon 1000 Mal gesagt, also darauf achte ich jetzt nicht so. Es geht halt noch weiter! Nein! Es sind 4! Der hat nur noch die Hydra genommen. Vorsicht, dein Geisteszustand ändert sich. Alter, der Typ, der hat einen Geisteszustand, der ist geisteskrank. Das ist geisteskrank, was der macht. Das geht noch weiter. Der Clip endet nicht. Okay, Leute. Fünf Stück. Leute, was war das bitte? Und vor allem auch das Intro mit dem Squid Game, muss ich sagen, hat mir auf jeden Fall gefallen. Freunde, an der Stelle würde ich sagen, schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Habt ihr schon Squid Games gesehen? Und wenn nein, Freunde, dann würde ich sagen, ist es höchste Zeit, dass ihr euch die Serie mal zusammen anguckt. Oder guckt einfach meine Videos, Leute, an, die ich zu Squid Game gemacht habe. Ich würde an der Stelle sagen, checkt gerne, Leute, meinen Reaction-Kanal aus, wenn ihr mehr Reactions sehen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. ID ist raus. Haut rein, Freunde, und ciao.